Neben den verschiedenen Großmünzensets, die wir hier auf YouTube haben, unter anderem von Costa Rica, von Iran, aus Jugoslawien und Jordanien, haben wir hier ein wunderbares, auch außen von dem Etui aufgemachtes Etui mit Leopardenfell und einer Goldprägung der Republik Guinea. Guinea, ein leider sehr armes Land in Westafrika, hatte im Jahr 1969 eine limitierte, auf 4000 Stück limitierte Münzserie verausgabt. Und diese Serie beinhaltet Gold- und Silbermünzen. Diese Gold- und Silbermünzen sind in diesem Etui untergebracht. Auch hier nochmal eine detaillierte Auflistung des Ganzen, ganz offiziell. Und da lässt sich entnehmen, Zauber, Zauber, Fidibus. Vier Goldmünzen und insgesamt sieben Silbermünzen. Auffällig, die meisten Münzen sind sehr groß. Diese Großmünzen haben unterschiedliche Durchmesser und Gewichte. Und auch hier bei diesem westafrikanischen Land, Guinea, haben sie auch unterschiedliche Motive. Ich gehe ganz kurz im Einzelnen darauf ein, Größe und Gewicht beziehungsweise die Motive. Bei den Goldmünzen haben wir insgesamt, wie gesagt, vier Stück. Wir haben hier unten die ganz große Münze mit dem damaligen und leider 1984 verstorbenen Sékou Touré, der Präsident damals war. Das sind 10.000 Francs, Guinea-Francs mit dem westafrikanischen Wappen, also mit dem Guinea-Wappen, dem Elefant. Und dieses Stück hat insgesamt ein Gewicht von 40 Gramm, also deutlich mehr, 30% mehr als eine Unze. Wir haben hier drüben, das ist zur Olympiade, die dann 4 Jahre später in München war, 1972, eine Münze, die dann mit einer Nominale von 5000 Francs und einem Gewicht von 20 Gramm, 20 Gramm erschienen ist. Auch hier das Wappen von Guinea. Beliebt auch, das zeige ich hier gerne nochmal an der kleinen Münze, das Weltraummotiv, das findet sich bei sehr, sehr vielen Münzen. Diese Weltraummotive werden auch von Spezialsammlern gesucht. Hier ist es auf der 2000-Franc-Münze, die 8 Gramm wiegt. Das gleiche Motiv ist auch auf der Silber-Großmünze enthalten. Hier können wir das nochmal sehr deutlich erkennen. Ich zeige das auch. Und diese Stücke sind in diesem armen Land heute noch nicht so begehrt. Das liegt weit abgeschlagen in der Weltrangliste und das Durchschnittseinkommen dort ist, ich glaube, es liegt bei 1.400 Dollar im Jahr. Und die Nachfrage nach derartigen Münzen in diesem Land ist noch nicht gegeben. Das wird aber irgendwann mal sein, weil ich der festen Überzeugung bin, dass derartige afrikanische Länder vor einem Aufschwung stehen. Diese Münzsets werden von unseren Sammlern gesucht. Wir haben nicht viele, aber doch einige, die diese Exoten suchen. Und sie können uns gerne derartige Stücke regelmäßig anbieten. Wir schauen uns das an. Wir schätzen den Wert kostenlos und unverbindlich. Wichtig auch hier, bitte reinigen Sie nicht irgendwelche Münzen. Lassen Sie Münzen alle so, wie sie sind. Wir begutachten das, helfen Ihnen weiter in Wiesbaden kostenlos und unverbindlich. Beachten Sie bitte im Abspann unsere Kommunikationsverbindung mit Anschrift und Telefonnummer. Vielen Dank.